aber nicht. Sonst haben wir. Denn das Buch hier können wir nicht lesen, ne? Nö. Schade. Ja. Die können wir mal einmal analysieren. Was haben wir jetzt? Ausdauerserum. Cool. So, abgenutztes Beil 65 Schaden. Das ist 85 Schaden. Das können wir einmal aufwerten. Schaden um 10% erhöhen, Ausdauerverbrauch senken. Was haben wir jetzt hier? Blutpunkte auf, okay. Wir klatschen Schaden rein. Guten Griff brauchen wir jetzt 3 Stück. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das ist 20 Schocken. Das ist zurzeit 18 Schocken. Okay. Hier können wir. Ja. Zack, zack. Gut. Hätte ich gern einen in der Tasche. Ansonsten war ja hier nichts, ne? Huch! Nö. Hier haben wir ja alles abgegrast. Hoffe ich. Tatsächlich, glaube ich ja. Ich glaube, wir haben hier überall alles abgegrast. Können wir jetzt hier hoch? Ja. Leg gerade, ob wir pennen gehen. Ich müsste theoretisch immer was anderes noch aufnehmen, außer Vampire. Wut. Erhöht deine Gesundheit, erhöht deine Ausdauer. Ach, das sind jetzt dann schon 1000. Ja, ne? Ja. Blutkapazität sind 1000. Großer Durst 900. Das kostet 1500 kostet es sogar schon. 1000. Ich nutze es halt unfassbar gern, ne? Was ist denn hier defensiv? Gerinnung. Schattenschleier finde ich persönlich auch ganz geil. Kostet 1500. Braucht der Ausdauer. Würde ich hier unten hingehen? Wo ist halt einfach dann weniger Ausdauerverbrauch? Haben wir bis jetzt aber noch nicht so wirklich genutzt. Die Klauen haben wir jetzt relativ doch häufiger genutzt. Kosten 2000. Ultimativ würde ich noch ein bisschen warten. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Gut, klingt schon geil, ne? Abgrund, da zeigst du einen Schattenwirbel. Ui. Was? Geil. Aber ich würde tatsächlich auf Biss gehen. Nochmal zurück. Das ist jetzt 900% Schaden. Lebenspunkte, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Was kostet das nächste? Komm. Das war ja geil, ja. Ich nutze es einfach so oft. Jetzt haben wir noch 1240. Den könnte man ja hier noch die 1000 reinkrachen.
Mal schauen, was passiert. Oh. Aber es steigt. Tatsächlich. Sie hat eine Erkältung. Er ist schon wieder krank wegen Erschöpfung. Es steigt tatsächlich, weil wir sie geheilt haben. Könnt ihr euch kurz durchlesen? Cadogan Bates und wen hat man noch gesüffelt? Ihn hier. Auch das. Könnt ihr euch kurz angucken? Ansonsten sind wir hier. Aber Palmer, da fehlen uns echt viele Hinweise, ne? Wir sind jetzt ja einmal hier. Also ihn können wir ja nicht heilen, aber wir könnten sie noch gegen Erkältung behandeln. Und ihn einmal gegen Erschöpfung. Wenn wir einmal hier sind, machen wir das noch schnell. Und dann gehen wir mal langsam der Hauptstory vielleicht ein bisschen nach. Ich glaube, wir können die Bandstufe nur erhöhen mittels der Hauptstory. Ja, siehst du, hier ist doch alles. Ups. Hier ist doch alles schön. Alles tutti hier. Er ist gesund. Ah, da drüben ist Christina, genau. Lass uns mal rein. Ja, also zu heulen. Hier gibt's halt leider nichts Neues. Ach doch. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Do you need any medical help? I'm feeling okay. What? Do you need any medical help, young man? I'm feeling okay, I guess. Ach so, dem kann ich Do you need any medical? I'm feeling okay. Du bist gesund. Ich dachte, er wäre das hier. Goodbye, young man. Even my dreams are so. Oh Gott, der nervt aber schon ein bisschen mit seinem Jammer, ne? Ja, jetzt nicht grausam klingen, aber. Das klang doch, es klang gemein, es klang gemein und grausam und es tut mir jetzt gerade auch ein bisschen leid. So, wo wollte ich denn eigentlich hin jetzt? Sie ist gesund. Ihm geht's gut. Ah, ich weiß nicht so richtig, was wir jetzt machen. Wir laufen mal weiter hier lang erstmal, aber... Und behandeln sie mal gegen Erkältung fix. Goody. You look ill, Miss Swan. I have no doubt. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. Goodbye. Du bist ersend. Schön. Haben wir... Da fehlen uns noch die... Ein Hinweis fehlt uns noch. Okay. Ich glaube wirklich, wir sollten der Hauptstory ein bisschen folgen. Um einfach unsere Blutaufnahme zu erhöhen. Ach, hier können wir aber da nicht durch. Meine Fresse. Ist es ätzend.
when science fails you, this elixir will give you faith again. Halt's Maul. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier gerade rüber. Oh, was ist denn das? Ereignis. Ein unbekanntes Ereignis hat stattgefunden. Hä? War das schon vorher immer da? Was ist denn das hier? Lady Ashbury, neuer Dialog verfügbar. Okay. Ach, wieder so einer, na scheiße. Das habe ich mir nicht so richtig überlegt, glaube ich. Ach, wusch weg. Ach komm, ist doch nicht der Ernst jetzt. Aua! Jetzt lass dich doch mal trinken, Mann! Jetzt. Gottes Willen, ey. Da jetzt gar keine Lust zu, muss ich ehrlich gestehen. Wirklich überhaupt keine. Wir flitzen hier einmal durch. Nee, nee, nix over there. So. Ich hatte jetzt wirklich einfach keinen Bock. Nee. Ach, da. Sie leidet an Erschöpfung, sehe ich gerade. Oh, die Türe auf. Naja. Good evening. Good evening, sir. What can you tell me? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Ach, weißt du. Do you require medical? Do you know you're the only? Despite what you. Well, at least you're. Gut. Goodbye, Wiedersehen. Mrs. Gossel. Pup, dir geht's gut? Du bist gesund, das ist schön. Don't waste your time with me. Er ist auch gesund, gesund. Rakesh leidet an Erschöpfung, sie ist gesund. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir heilen mal schnell Rakesh, das machen wir mal fix. Good evening. Do you need med? Well, the proximity of the. Don't take. And that is a. Can you tell me any. Oh, goodness me. What are you talking about? Poor, poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. What? Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning. And now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed.
Goodbye, Mr. Chidana. Du bist gesund. Okay, einmal den Marker bitte raus. Wir laufen mal links rum und reden mal mit Fräulein. Ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen. Wie schon mal erwähnt. Fräulein müsste doch hier sein, oder? Fräulein ist doch immer hier. Dir geht's gut, ne? Nee, du hast Erschöpfung. Komm mal her. Good evening. Good evening. Haben wir noch was? Do you require? I will be fine. Wir haben nichts. I will see you later, Nurse. Schade. Goodbye, Nurse. Würde ihr ja gern helfen. Da ist sie. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Oh nein, sie ist grausam verstümmelt worden. Ey, lass doch mal snacken. Nee, wir machen das hier. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Okay. Thank you, my lady. A giant moon. Auch Erschöpfung, okay. Ich flitz mal schnell hoch. Wir gehen jetzt nicht schlafen, wir haben ja eigentlich so gut wie keine EPs. Aber ich würde gerne mal kurz schauen. Sie erholt sich. Wir haben Migräne. Und zwar mal Erschöpfung. Das ist mir Latte. Ja, wir machen mal noch ein paar.
4 Stück. Migräne, haben wir da was? Ja, da haben wir sogar 2. Und dafür machen wir noch eine. Das andere brauchen wir jetzt prinzipiell nicht. Und wieder verletzbar haben wir jetzt auch nichts. Aber dann können wir die erstmal noch fix heilen. Das finde ich persönlich immer ganz angenehm. Da ist sie. Ihr Mäuschen? Moment mal. Good evening, Miss Hub. Oh, I'm thirsty. Ja? Fragen wir erstmal. Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Yeah. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be under... Yeah, nimm mal. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable. Though laughable. 2000. Sie ist gesund. Wir haben alle Hinweise. Und wir können die Gute. Wir zeigen der Guten jetzt mal, wie es ist, wirklich ein Vampir zu sein, ja? Komm mal her, Mäuschen. Yummy, yummy, yummy. Du wirst mir sehr gut schmecken. Wo müssen wir denn lang? Da lang. Hier ist alles gut. Wir gehen nur spazieren. Yummy, yummy, yummy. Du bist so lecker. Ja, ja. Beware, child of the night, for I shall come back and have my vengeance. Ja, ja, ja. Quatsch du ruhig. Vengeance und so. Zirk wird bald leiden, ich weiß. So, sie ist gesund. Hier, hier. Wo ist er denn hin? Da. Und da sind sie beide. Wir nehmen erstmal ihn. Good evening. Good evening, Doctor. Still tr- What can you tell me? Someone killed Miss Jones in her room. And Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides... He got rid of the old bag. I'd like to... Wise choice. Good evening. Good evening, Doc. Do you need any medical? I'm afraid I do. Our job. That's easy for you. Also ganz ehrlich. Oh, warte, nein, warte, das ist gut. Wir können doch mal gucken her. Scheiße, Mann, ich würde den jetzt schon gern snacken. Sie können wir noch nicht. Der wird vermisst. Da müssen wir erst noch die Hinweise... Aber den Milton würde ich schon gern snacken. Da haben wir schon einen Hinweis versaut. Wir warten mal. Goodbye, Milton. Ja, goodbye. Bald, mein Freund, bald. Good evening. Good evening, Doctor. Oh, die guckt mich nierig an. Ist euch das mal aufgefallen? Do you require me? I will be fine. Nurse. I'll try, Doc. Goodbye, nurse. Du bist also eine leckere. Hinweis verloren. Oh, hier fehlt noch einer.
Ach ja. Ich würde ihn ja schon gern snacken, ne? Den Milton. Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Na, aber wenn wir jetzt... Achso, ne, er ist ja kein Patient. Jetzt wollte ich es noch schön reden, indem ich sage, ja, komm, aber wir können doch... Wenn wir... Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. If only I were young again. Good evening. Good evening. Kann nicht anders. Es ist zu gut. Es ist einfach zu gut. Es macht einfach zu viel Spaß. Und den mochten wir ja eh nicht. War das nicht so? Pippi, wir gehen ja nur spazieren. Das ist alles gar kein Thema. Oh, fuck, ey. Wir stürzen ja alles ins Chaos. Ich glaube, das wird richtig übel enden dadurch. Ich glaube, wir werden hier wirklich... Das wird richtig übel. Richtig übel. Pippa, my princess. Flee away while you can. For all is lost. Ach, wir haben tatsächlich aber alles gekriegt, ab für was er, womit er Handel treibt. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Alter, ist das übel, ne? Ich mach nochmal... Jetzt sind wir durch. Ich mach nochmal einen ganz kurzen Cut. Ich würde mir noch einen Kaffee machen und wir sehen uns dann wieder, sobald ich die nächste Aufnahme starte. Holla die Waldfee. Ich will noch mal ganz kurz, lass uns noch mal schauen hier. Auch hier könnt ihr gerne noch mal gucken. Und sonst haben wir jetzt... Ach, sie haben wir noch. So. Die anderen haben wir ja schon eher gesnackt. Da brauchen wir noch einen Hinweis. Da fehlt uns die Bandstufe. Hier fehlt noch ein Hinweis. Hinweis. Der wird vermisst, warum auch immer. Der ist bestimmt irgendwo unten in der Kanalisation, könnte ich mir vorstellen. Die sind alle noch zu stark. Ihn könnten wir, aber da will ich erst noch die Hinweise machen. Das können wir mal verfolgen. Oh! Mist! Wo wäre denn das jetzt gewesen? Scheiße. Vielleicht können wir das dann trotzdem noch machen. Hier haben wir ja alle abgeschlossen. Die... Ihn haben wir nicht gedingst, aber das ist nicht so schlimm. Sie heilt, holt sich gerade. Start ist bedenklich. Ach, hier ist noch stabil, da waren wir noch nicht. Ja, hier ist er bedenklich, na gut. Vielleicht gleicht sich das ein bisschen aus, dadurch, dass wir die geheilt haben und... Und hier gibt es noch ganz viele, die was snacken können. Meine Herren, die sind ja noch zu stark. Ihn können wir snacken, aber da fehlen uns noch Hinweise. Sie noch nicht, ihn auch noch nicht. Ja, gut.
Das kriegen wir schon hin. Mann, Mann, Mann. Was hier wieder los ist. Ich würde denken, ja, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht es gut. Ciao.